In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz gechillt innerhalb von ein paar Minuten locker 100 bis 300.000 Dollar machen kannst in GTA 5 Online. Heute habe ich endlich mal wieder einen Money Glitch für euch, der fast solo ist. Euer Freund muss einfach kaum was machen und er ist so einfach, also müsste eigentlich jeder hinbekommen. Bleibt auf jeden Fall auch bis zum Ende dran, da habe ich noch eine wichtige Sache, die euch garantiert interessiert. Und ja, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Aber bevor das Video losgeht, kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr neu sein solltet auf dem Kanal, diesen Kanal hier zu abonnieren, damit ihr nichts mehr rund um GTA 5 verpasst und immer auf dem Laufenden bleibt, um DLCs, Glitche oder sonst was. So, aber genug gelabert, jetzt geht's endlich los mit dem Video. So, als erstes braucht ihr ein paar Dinge für diesen Glitch. Einmal braucht ihr eine private Sitzung, das ist ja kein Problem, eine Garage mit mindestens 6 Plätzen und LEDs. Ich habe es jetzt nicht mit anderen Autos probiert, aber ich denke, das ist eher am besten, weil der LED kostenlos ist und den sollte eigentlich jeder haben. Ein Punkt ist auf jeden Fall noch, den ihr haben müsst, ihr braucht etwas Startkapital, also so um die 2.000 bis 500.000 Dollar wäre nicht schlecht. Und schaut aber auf jeden Fall vorher in die Kommentare, ob der nicht schon gepatcht wurde. Nicht, dass ihr umsonst so viel Geld ausgibt. Und wichtig ist dabei, dass ihr wisst, welche Garage bei euch als erstes ist. Das bekommt ihr damit raus. Entweder ihr ruft den Mechaniker an und die ganz oben ist. Oder ihr geht einfach ins Interaktionsmenü und die beim Navi als erstes kommt. Also direkt einmal nach rechts und dann als erstes kommt. Das ist eure erste Garage. Bei der müsst ihr das Ganze machen. So. Da müsst ihr noch rauskriegen, was euer erstes Auto ist, also euer LEG. Das heißt, ihr bestellt euch den einfach am besten, dann geht ihr in die Garage und das Auto, was weg ist, das ist euer erster. Das ist wichtig zu wissen. So, wenn ihr das dann wisst und habt und was weiß ich nicht alles macht, fahrt ihr mit eurem ersten LEG aus der Garage raus und euer Freund setzt sich da rein. Ja? Der muss da einfach nichts machen, sich einfach reinsetzen. So, dann lauft ihr weg und holt euch einfach ein random Auto und baut da einen Peilsender ein. Dann fahrt ihr wieder in die Garage und wenn ihr dann drin seid, kauft ihr einen neuen LEG und ersetzt den mit der Nummer 1, also mit dem Slot 1. Wenn ihr das dann gemacht habt, geht ihr zu diesem blauen Kreis in eurer Garage und stellt das Auto um. Ich habe es jetzt hier gemacht mit dem Auto gegenüber. Was ihr damit macht, ist egal, es muss einfach noch mit einem anderen LEG getauscht werden. Und es ist wichtig, dass ihr euch merkt, welche beiden Autos das waren. Dann fahrt ihr mit der neuen Nummer 1 raus, also mit dem Auto, was jetzt auf Position 1 ist, das neue, fahrt ihr raus und dann sucht ihr euch ein Auto, was ihr in Bennys tunen könnt. Ich habe es jetzt mit dem Primo gemacht. Ihr müsst einfach eins auf der Straße finden, was ihr da tunen könnt. Dann fahrt ihr zu Bennys und wertet den erstmal auf, sodass man... Also zum Lowrider machen das Ganze. Es kostet jetzt hier, glaube ich, 400.000 oder so hat es gekostet. Das heißt, ihr braucht ein bisschen Startkapital. Und dann fahrt ihr wieder raus aus Benny und ruft euren Mechaniker an. Wenn jetzt in eurer Garage das erste Auto ganz oben noch ein LEG ist, dann ist alles gut. Dann hat der Glitch bis jetzt schon mal funktioniert. Wenn es das nicht ist, müsst ihr einfach nochmal neu anfangen. Ist ein bisschen blöd, weil ihr dann wieder Geld verliert. Aber ich denke, in den meisten Fällen müsste das Ganze klappen. So, dann fahrt ihr mit eurem Auto wieder zu eurer Garage und ersetzt ihn mit einem anderen LEG, der noch nicht benutzt wurde. Okay, das ist ganz wichtig, deswegen musstet ihr euch merken, welche Autos ihr getauscht habt und so. Jetzt ersetzt ihr es mit dem Auto, also mit dem LEG, den ihr noch nicht benutzt habt. So, dann seid ihr in der Garage und ihr geht einfach in den Editor, wo ihr Rennen und Deathmatch und so weiter erstellen könnt. So, wenn ihr dann da drin seid, in dem Menü einfach... Lädt euch euer Freund, das ist jetzt eigentlich die Hauptaufgabe von eurem Freund, wieder zurück in die Lobby ein. Und wenn euer gekauftes Auto, was ihr gekauft habt, danach noch spawnt, dann habt ihr es falsch gemacht. Dann müsst ihr nochmal von vorne anfangen. Wenn ihr aber in der Sitzung spawnt, ich spawne hier direkt in der Garage und ihr habt 2 bzw. 3 Autos von Bennys in der Garage, dann ist der Glitch schon wieder fertig. Ihr habt 3 Autos normalerweise. Und 2 davon sind Lowrider, müsst ihr einfach an den Felgen gucken, da sieht man das. Und die Lowrider könnt ihr nun mal verkaufen, das andere auch. Und die Lowrider haben jetzt bei mir hier 200.000 gebracht. Und lohnt sich auf jeden Fall mega stark. Ihr könnt natürlich die Lowrider vorher noch etwas tunen. Und könnt ihr auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Schreibt mir in die Kommentare, ob es geklappt hat. Bitte guckt in die Kommentare, ob
der Glitch noch funktioniert. Nicht, dass ihr jetzt unnötig viel Geld ausgebt. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Und ja, dann könnt ihr die Autos einfach wieder verkaufen. Und dann habt ihr genug Geld. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr bis jetzt geguckt habt, Hashtag Geld. Wo wir gerade schon beim Thema Geld sind, ja, habe ich ja schon angekündigt am Anfang vom Video, dass ich noch eine Sache sagen möchte. Und zwar werde ich 2 Unlock Olds verlosen. Und ja, das Einzige, was ihr dafür machen müsst, in die Kommentare schreiben, warum genau ihr den Unlock All bekommen sollt. Dazu schreibt ihr einfach noch eure Skype, euren Skype-Namen, und ich werde euch dann nächste Woche Freitag adden bzw. anrufen und ihr kommt dann sozusagen live ins Video. Und ja, ich mache das Ganze einfach so als kleines Dankeschön. Und ja, jeder, der teilnimmt, kann natürlich gewinnen. Teilt das Video auch an eure Freunde, dass die auch eine Chance haben, dann mitzumachen. Würde mich wirklich mega bei einem Like freuen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Euer Justus. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole.